Hallo und herzlich willkommen zum SHK TV Magazin. Auch bei kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben ist eine fundierte betriebswirtschaftliche Qualifizierung wichtig. Hierfür hat die Handwerkskammer Berlin eine Zusatzqualifizierung geschaffen, die besonders praxisorientiert ist. Dies möchten wir Ihnen einmal als eine beispielhafte Initiative vorstellen. Diese Fortbildung zum Betriebswirt im Handwerk ist unser Premium-Segment, um unsere Meister und natürlich auch andere zulassungsberechtigte Personen zu dieser Qualifikation zu führen. Und die Intention, warum Teilnehmer oder warum Interessenten an diesem Kurs teilnehmen, ist sehr differenziert und dem haben wir uns natürlich gestellt, dass wir einmal sagen, für viele Interessenten oder Arbeitnehmer ist es arbeitsplatzerhaltend, eine höhere kaufmännische Qualifikation neben ihrer handwerklichen und technischen Qualifikation zu bekommen. Das zweite ist, dass Arbeitnehmer auch diese Qualifikation suchen, um nicht nur Arbeitsplatz erhalten, sondern eben auch eine Arbeit in einem höheren Level zu bekommen. Und die dritte Ebene, die ich hier ansprechen will, ist natürlich der Unternehmer selbst. Wir haben hier in Berlin, aber auch insgesamt im Handwerk klein- und mittelständische Unternehmen oder Kleinstunternehmen, wo also der Unternehmer, der Handwerksmeister selbst entscheidend ist. Er muss alle rechts- und kaufmännischen Fragen selbst entscheiden. Und das Interesse aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks liegt darin, sich sattelfest zu machen in kaufmännischen, finanziellen und rechtlichen Fragen. Und das ist die Intention. Deshalb haben wir viele Interessenten, die selbst schon jahrelang einen Betrieb führen und dann zu uns kommen und sagen, ich möchte auch gerne mal verstehen, was mein Steuerberater mir erklärt. Und ich möchte eben nicht nur vom Steuerberater abhängig sein, sondern auch insbesondere aufgrund des Risikos, das er trägt, als Einzelunternehmer diese Entscheidung auch selbst tragen zu können. Das ist also unsere Intention und wir haben festgestellt, dass wir über 900 Absolventen haben in den letzten Jahren und ich bin selbst in dieser Ausbildung schon seit 13 Jahren involviert, die also zum Großteil mit einem sehr guten Feedback, immer insbesondere dann, wenn wir die Zeugnisse offiziell übergeben, stelle ich immer fest, dass das Feedback sehr positiv ist, weil wir ja auch, und das ist die Intention der Leitung des BTZ und natürlich auch meine Intention, auch sehr praxisorientiert unterrichten. Das stellt sich da insbesondere auch in der Zusammensetzung unserer Dozenten. Also unsere Dozenten setzen sich zusammen auch Hochschullehrern aus Praktikern und also eine gute Mischung. So haben wir also eine homogene Darstellung unserer Ziele, die wir haben. Und dazu möchte ich auch gleich noch etwas sagen. Schwerpunkt ist natürlich übergreifend im Gegensatz zur Meisterausbildung, dass wir hier auch im ersten Ansatz volkswirtschaftliche Grundlagen vermitteln, dann danach folgend die betrieblichen Bereiche, insbesondere im Controlling-Bereich, im Bereich Kostenrechnung verstärken, die Fragen des Personalwesens weiter in den Mittelpunkt rücken, weil wir festgestellt haben, dass wir ja derzeit im Handwerk einen Arbeitskräftemangel haben und aufgrund der Bevölkerungsentwicklung der Handwerker sich diesen Fragen der Personalentwicklung, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie führe ich sie und wie motiviere ich sie überhaupt ins Handwerk einzusteigen, immer mehr im Vordergrund steht und das müssen unsere Teilnehmer auch erkennen und Instrumentarien zu bekommen, die sie also in die Lage versetzen, arbeitsrechtlich im Rahmen der Motivation zu arbeiten. Und dazu haben wir auch Personaltrainer eingesetzt, die das dann also auch im großen Maße durchführen. Das sind natürlich die Schwerpunkte. Und dann kommt natürlich noch hinzu die Fragen im Rechtsbereich. Verfestigung, Arbeitsrecht ist eine ganz wesentliche Geschichte. Das war unsere Magazinsendung für heute. Schauen Sie schon am Donnerstag zu den SHK TV News wieder bei uns rein. Bis dahin, alles Gute.